Hallo und herzlich willkommen hier in Offenbach im Ostpol Gründerzentrum. Mein Name ist Thomas Schalow, ich bin der Gründer der Verktios Finanzdienstleistungen GmbH und Investmentautor. In diesem Video heute soll es um ein ganz spezielles Thema gehen, nämlich wie lege ich erfolgreich 500.000 Euro an. Das Beispiel ist nicht ganz aus der Luft gegriffen. Wir leben im Land der Erbengeneration und viele Menschen stehen plötzlich vor diesem Luxusproblem, dass sie 500.000 Euro beispielsweise erben und dieses Geld wieder anlegen müssen. Das ist im augenblicklichen Niedrigzinsumfeld ein echtes Problem, eine riesige Herausforderung, denn viele alte Rezepte funktionieren heute einfach nicht mehr. Wir möchten Ihnen gern zeigen, wie Sie dieses Problem erfolgreich meistern und Ihnen eine Alternative aufzeigen, wie Sie 500.000 Euro erfolgreich anlegen können. So ist es investiert, das Vermögen der deutschen Anleger. 5,1 Billionen Euro Stand Ende 2015 beträgt das Vermögen, Finanzvermögen aller deutschen Anleger. Und so ist es investiert. Ein Großteil, nämlich rund 2 Billionen Euro, sind in Bargeld und Einlagen investiert. Darunter sind hauptsächlich eben Tagesgeld, Festgeld und Sparbücher zu verstehen. Und der zweite große Block sind Versicherungen. Auch hier sind fast 2 Billionen Euro Anlegervermögen gebunden. Der kleinere Teil davon geht in Wertpapiere, insbesondere Aktien, unternehmerische Beteiligung, Investmentfonds. Das hat in der Vergangenheit alles gut funktioniert. Die Realität heute sieht so aus. Wenn ich 500.000 Euro in klassische Anlageform investiere, dann bekomme ich maximal 1,25%, zum Beispiel für Lebensversicherung an Garantiezins, Festgeld, wenn ich dort entsprechende Schnäppchenangebote bei Banken wahrnehme. Ansonsten ist die Realität eher Tagesgeld, Geldmarktfonds oder Sparbuch, bei letzteres mit 0,1% eigentlich das mit Abstand unattraktivste Angebot ist, aber nach wie vor werden dort viele Gelder geparkt, aus Unwissenheit und aus Unsicherheit heraus, was mit dem Geld zu tun ist. Ich habe hier ein ganz praktisches Beispiel mitgebracht, wie es im Alltag unserer Vermögensberatung ständig vorkommt. Ein Anleger hat 500.000 Euro geerbt oder aus einer Lebensversicherung ausgezahlt bekommen und möchte dieses Geld sinnvoll und renditestark wieder anbringen. Ziel ist es, das Kapital gleichzeitig zu verrenten, nämlich eine monatliche Zusatzrente von 2.000 Euro zu entnehmen. Wir sehen in diesem Szenario die Entwicklung des Kapitals, nämlich der ursprünglichen 500.000 Euro, über einen Zeitraum von 20 Jahren unter Annahme verschiedener Renditesätze pro Jahr. Die obere rote Kurve zeigt die Entwicklung des Kapitals bei einer Rendite pro Jahr von 6%. Und wir sehen, das Kapital wächst. Und das, obwohl sich der Anleger Monat für Monat 2.000 Euro aus seinem Depot entnimmt. Im Gegenzug sehen wir, was der Alltag ist für viele deutsche Anleger, nämlich renditearmes Sparen. Wenn wir einen Blick auf die untere goldene Linie werfen mit einer 2%igen Rendite pro Jahr, dann sehen wir, 2% sind nicht genug. Das Kapital wird sukzessive aufgezehrt und nach 20 Jahren ist der Ursprungsbetrag schon auf 156.000 Euro abgesunken und in wenigen Jahren wird das Kapital komplett aufgebraucht sein. Das heißt, Anleger brauchen eine Mindestrendite, um ihr Kapital zu erhalten.
Wie komme ich also zu einer solchen sinnvollen Geldanlage für meine 500.000 Euro? Wir von Vertios haben auf unserer Website ein Tool geschaffen, den sogenannten Anlagefinder. Und ich möchte Sie wirklich ganz herzlich einladen, auszuprobieren, welche Alternativen Sie haben, um 500.000 Euro anzulegen. Sie können dort Ihren Anlagebetrag eingeben, in dem Fall die 500.000 Euro, eine gewünschte Anlagedauer und eine persönliche Risikoeinschätzung. Das Ganze führt zu einem persönlichen Anlagevorschlag. Auf der linken Seite das etwas risikoärmere Modell mit einem sehr, sehr hohen Anteil an Anleihen, sprich an Schuldverschreibungen von Staaten, von großen Unternehmen und einem niedrigeren Aktienanteil. Auf der rechten Seite sehen wir den Vorschlag für einen risikobewussteren, dynamischeren Anleger, der eine höhere Renditeerwartung hat. Das spiegelt sich in einem höheren Aktienanteil im Portfolio dieses Anlegers wider. Ich möchte Ihnen hier nicht nur graue Theorie vorstellen, sondern was für uns von Vertios tägliche Praxis ist und was wir für unsere Anleger leisten. Wir sehen hier anonymisiert das 500.000 Euro Portfolio eines unserer Anlegers. Und hier im unteren Bereich der Grafik sehen wir, was wir mindestens brauchen, nämlich die gelbe Linie stellt den Inflationsausgleich dar von 0,5% per anno. Die rote Linie zeigt unser Minimalziel von 4% Rendite pro Jahr. Beides haben wir für diesen Anleger locker genommen und wir sind sogar deutlich darüber hinausgekommen, nämlich dieses Depot hat im Schnitt pro Jahr 8,74% Rendite erbracht und das Ganze seit 2011. Trotz aller Korrekturen in der Zwischenzeit haben wir dem Anleger hier ein sehr, sehr stabiles und renditestarkes Portfolio gebaut, mit dem der Anleger sich sicherlich angesichts des Niedrigzinsumfeldes sehr glücklich schätzen kann. Damit sind wir schon wieder am Ende des Videos. Ich hoffe, es war für Sie interessant und informativ und Sie können dort etwas für sich daraus entnehmen. Wir freuen uns natürlich, Ihnen über unseren Anlagefinder, aber selbstverständlich auch im persönlichen Gespräch weiterzuhelfen bei Ihren Fragen, egal ob es darum geht, 500.000 Euro oder einen anderen beliebigen Betrag sinnvoll anzulegen, sprechen Sie uns gerne an. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und freue mich, Sie hier bald wiederzusehen in unserem Finanzblog und in weiteren Videos. Herzliche Grüße, Ihr Thomas Schalo.